Was geht ab, meine Freunde, und einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Heute habe ich mal wieder ein total einfach gemachtes Gericht für die Mittagspause oder das entspannte Kochen am Feierabend mitgebracht. Wenige Zutaten, die zeige ich euch gleich mal und dann geht's auch schon los. Und zwar haben wir hier ein paar frische Tortellini aus dem Kühlregal. Die sind jetzt gefüllt mit Ricotta und Spinat, aber da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt. Dazu gibt es so eine Speck-, Sahne-, Parmesansoße mit einer Zwiebel angebraten und noch ein paar Erbsen mit dabei. Wir fangen jetzt als erstes mit der Soße an und dann kochen wir nebenbei die Tortellini. Auf geht's. Das heißt, wir fangen als erstes an, die Pfanne zu erhitzen. Und da geben wir unsere Speckwürfel rein und das kann schon in die kalte Pfanne passieren. Wir wollen ja, dass das Fett austreten kann und wenn man das leicht so heiß erhitzt, dann kriegt das so eine Kruste, sage ich mal. Wenn man das langsam macht, dann kann das Fett besser austreten. Und danach braten wir nämlich da die Zwiebel an, die wir jetzt hier schon mal kurz klein schneiden nebenbei, um die Zeit zu nutzen. Machen wir mal die erste Schale ab. So, langsam fängt das hier auch schon langsam an zu braten. Das hört man am besten. Genau, und einfach ein bisschen wenden. Und dann geht es hier mit der zweiten Zwiebelhälfte weiter. Jetzt, wo man sieht, dass das hier überall schon so ein bisschen geschwitzt hat, kommt auch unsere gehackte Zwiebel dazu. Und dann kombiniert sich der Geschmack von Speck und Zwiebeln. Immer schon mal ein guter Anfang zum Gericht. Genau, alles schön da rein. So ist das schon auf einem richtig guten Weg. Wenn die Zwiebel dann so ein bisschen angedünstet ist, kommt als nächstes das Tomatenmark mit dazu. Und zwar, na gut, wir warten vielleicht noch so ein bisschen, weil wir sehen, die Zwiebel ist hier und da noch ein bisschen zu weiß. Zum Beispiel dieses Stück hier. Das sollte eher so aussehen, ja, wie die umliegenden hier. Also noch mal ein bisschen mischen, ein, zwei Minuten noch braten und dann geht's weiter. Jetzt kommt das Tomatenmark dazu. Schön untermischen und auch einmal rundherum anrösten, dass sich das überall in den ganzen Speck mit den Zwiebeln alles verbinden kann. Das bringt natürlich zum einen Geschmack rein und zum anderen, aber wenn wir gleich die Sahne dazugeben, gibt das so ein bisschen Bindung. Das heißt, alles wird ein bisschen dicker und cremiger. Genauso soll das sein. Ja, sehr gut. Und jetzt geben wir hier die Sahne dazu. Lassen das alles einmal aufkochen. Nebenbei können wir uns aber beschäftigen mit dem Parmesan. Den Parmesan werden wir jetzt hier nämlich erstmal reiben. Und noch auch noch mit an die Soße. Gibt dem noch so eine, ja, käsige Parmesannote, muss ich glaube ich keinen erklären, dass das immer ganz geil ist. Vor allen Dingen mit Pasta. So, die Soße kocht jetzt hier schon langsam. Das heißt, wir rühren das mal ein bisschen um. Schauen, dass sich das Tomatenmark schön verteilt und auflöst. Vielleicht noch ein bisschen kleiner stellen. Nebenbei erhitzt sich jetzt schon mal ein Topf mit Wasser für die Nudeln, für die Tortellini. Die müssen nämlich auch noch ein paar Minuten im kochenden Wasser garen. Das ist so ein bisschen besser, dass wenn die einmal vorgegart sind, man könnte sie natürlich jetzt auch in der Soße garen. Aber ich mache das gerne vorher in gesalzenem Wasser. So, bei der Soße sieht das jetzt schon mal relativ gut aus. Das heißt, wir geben jetzt die Erbsen rein. Da habe ich einfach tiefgefrorene Erbsen genommen. Die sind frisch schockgefroren, die sind eigentlich immer ganz geil. Die werden jetzt hier einmal noch untergerührt. So, dann haben wir so einen Speck-Pilz-Kombi in der Soße. Und natürlich den geriebenen Parmesan. Der kommt auch noch rein und kann hier in der Soße schmelzen. Speckpilz ist noch nicht. Das ist natürlich kein Speckpilz, sondern ein Speck-Erbsen-Kombi. Ah, Erik regelt das schon. Grüße an Erik. Jetzt fehlt hier noch ein bisschen Pfeffer. Der ist nie verkehrt. Und auch ein bisschen Salz. Aber da müssen wir gleich mal probieren, weil der Speck ist ja auch schon salzig. Deswegen nicht gleich so viel reinknallen. Wir erstmal ein bisschen unterrühren und dann mal probieren mit einem Löffel. Geil, perfekt. Kann jetzt nur noch ein, zwei Minuten blubbern. Gucken wir auf den Tacho. Sind noch 15 Sekunden, bis die Tortellini in der Küche gekocht sind. Dann kommen die hier rein und dann ist fertig. Gibt kein Basilikum mehr, gibt nur noch ein bisschen Petersilie. Auch okay, man kann natürlich nehmen, was man möchte. Das hier sieht jetzt schon fertig aus, das stellen wir jetzt einfach mal kurz aus. Und dann hole ich jetzt mal eben die Nudeln aus der Küche. So, ich habe jetzt hier zweierlei Sachen im Gepäck. Zum einen die gekochten Tortellini und zum anderen noch ein bisschen von dem Pastawasser. Da ist ja jetzt die Stärke drin. Das heißt, wir aktivieren das hier nochmal auf 5, geben das Pastawasser dazu. Ja, nicht gleich alles. Das verlängert die Soße zum einen und zum anderen natürlich durch die Stärke von den Nudeln gibt es nochmal so eine extra Bindung. Also absolut zu empfehlen, ein bisschen Pastawasser mit in die Soße reinmachen. Und wenn das jetzt hier nochmal erhitzt hat, kommen die Nudeln dazu. Ein bisschen, jetzt ist es nämlich, wie wir gesehen haben, vielleicht ein bisschen flüssig, aber deswegen kochen wir das jetzt nochmal kurz.
Genau. So, jetzt die Nudeln hier rein. Mal gucken, dass es nicht so doll spritzt. Sehr geil. So, und das heben wir jetzt einfach noch ein bisschen unter, sodass ich die Soße schön an die Tortellini haften kann. Der Geruch ist schon sehr geil. Hier haben wir was Feines gebraut. Wie ihr gesehen habt, total einfach gemacht. Jetzt finalisieren wir das hier einmal noch. Dann haben wir jetzt hier die Petersilie. Da kann man, wie gesagt, auch Basilikum nehmen oder kann man auch ganz weglassen. Aber ich finde, das sollte man noch nicht verkehrt. Letzte Prise Pfeffer oben drauf. Ganz bisschen. So kann das Ganze fertig aussehen. Wir probieren das Ganze jetzt erstmal. Und zwar habe ich dafür hier mal einen Löffel. Und wir gucken mal, wie es geworden ist. Wir schaufeln mal hier einfach einen Löffel rein. Auf jeden Fall sieht es heiß aus. Ist heiß. Oh! Ne, sorry. Uah, viel zu heiß. Wir probieren das Ganze jetzt einfach erstmal. Haben wir jetzt hier so einen nicht mehr ganz so heißen Löffel parat. Ziemlich geil geworden. Ich würde auch sagen, diese Tortellini-Kombi mit dem Ricotta und Spinat war eine gute Wahl. Da könnt ihr, wie gesagt, auch andere nehmen. Aber dazu die Erbsen, die wir relativ spät reingegeben haben. Daher haben die immer noch so einen kleinen Biss. Das ist ganz geil. Dazu natürlich der Speck und die cremige Soße. So einfach ist es gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Und um gar nichts mehr zu verpassen, am besten den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.